Guten Morgen. Guten Morgen, Leute. Wir sind heute am Flow Trail Siegen bei den Radon Test Days. Ja, aber wir haben auch noch zwei andere Bikes dabei. Also der Thomas hat andere Bikes dabei. Wir müssen auch gleich noch ein Spezialvideo drehen. Ja. Oh, das sieht so cool aus jetzt schon. Ein Regenbogenfahrrad. Boah, der Lenker ist so geil. Ein Regenbogenfahrrad. Leider ist dir das Fahrrad ein Ticken zu klein. Du fährst ja eher XL. Ja, aber ne? Den Lenker nehme ich. Den Lenker. Ja. Hallo, ich bin der Thomas ohne Haar von Free and Ride. Wie ihr wisst, hatte ich eine kleine Deformation meiner linken Körperhälfte veranlasst, ein kleines Knochenpuzzle veranstaltet. Und daher konnte ich jetzt eine Zeit lang gar nicht Fahrrad fahren. Und jetzt habe ich ein neues Hashtag quasi. Hashtag pimp your bike if you can't ride. Dann schuld ist das Ganze, bevor wir am Anfang, eigentlich der Noah vom Bike Little. Vielen Dank an den Noah dafür. Er hatte Freihand bei der Gestaltung der Laufräder. Und wie ich dann den Karton ausgepackt habe, habe ich gesehen, dass er wohl irgendwie in den Oil-Slick-Topf ziemlich fest reingepackt hat. Also wenn man das hier sieht, Speichen, Narben, Ventile, alles Oil-Slick. So, und nun bin ich ja, ihr kennt meine Bikes, so jemand, der dann ein Konzept am Rad auch durchziehen muss. Also nur Oil-Slick-Laufräder geht nicht. Also, habe ich mir beim Beyond the Hill Festival den Titelmann angesprochen und gesagt, ich habe mal Bilder gesehen, es gab mal einen Titel Oil-Slick-Lenker, der aber nie im Shop war. Dann hat er gesagt, pass auf, wenn ich wieder in Kanada bin, gucke ich in meinem Büro. Ich meine, ich habe im Büro noch einen liegen. Ja, hat mir Dienstag eine E-Mail geschrieben, er hat einen da liegen. Ich habe den zum normalen Kurs gekriegt, was der normale Lenker auch gekostet hätte. Und danke nochmal hier an den Dylan Decker, super Typ. Und ja, Freitag war das Ding schon bei mir und ich konnte es dran bauen. Hatte nur noch riesen Klamauk, weil ich noch einen anderen Vorbau anbauen musste und dieses Kunststoffteil höher ist. Also das ist bei diesem Syncross-Vorbauten mit den integrierten Kabeln, das ist sowas für gute Nerven. Ja, hatte ich dann den Lenker. So, dann natürlich, was fahre ich für Pedale? Volt DMR. Und dann kommt natürlich auch nur das La Condechi-Pedal in Frage, weil es halt auch Oil-Slick ist. Das Coole ist, der Dylan hat mir nicht nur den Lenker, sondern auch noch die Sattelklemme in Oil-Slick geschickt. Und dann habe ich noch einen Sattel gesucht, der ein bisschen kleiner ist, wie der ich vorher hatte, dass ich leichter hinter den Sattel komme. Und dann habe ich mich hier für den Ergon DH entschieden, auch mit Oil-Slick-Rails. So, jetzt kann man lange darüber diskutieren, ist das sinnhaft zu tun? Also Laufräder, es muss natürlich kein Oil-Slick sein, Laufräder, Leute, ist mega sinnvoll, da ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, weil ein Laufrad verändert die Charakteristik des Fahrrads enorm. Also diese Noah DHC-Laufräder sind sehr, sehr steif, direkter Antrieb, unglaublich stabil und sorgenfrei. Also selbst bei meinem schlimmen Crash mit dem Cube gerade mal eine Speiche kaputt gegangen. Ja, und vor allem nach 3 Tagen das reparierte Rad wieder da. Da hatte ich auf meinem Kanal ein Video zugemacht. Ansonsten ist natürlich Farbtuning immer eigentlich Blödsinn, aber nicht ganz, weil wir fahren ja auch mit dem Kopf. Und wenn man halt dieses Fahrrad jetzt fährt und guckt auf den Lenker, dann muss man schon anfangen zu lächeln, weil es einfach schön ist. Also macht dann schon Sinn, wenn man halt ein Mensch ist für ein bisschen Ästhetik, macht das auch Sinn. Ja, die Synchros-Griffe fahre ich erstens natürlich nicht mehr, weil die mir nicht so zusagen. Ich fahre ja immer Ergon-Griffe. Und die gab es dann zufällig auch in Oil Slick. Also generell gibt es natürlich Tuning-Sachen, die sinnvoll sind. Zum Beispiel auch die Kassette, die ich hier montiert habe. Die ist halt 250 Gramm leichter und schaltet sich viel besser wie eine GX-Kassette. Ich kann euch alle nur ermutigen. Also ich fahre total gerne ein Custom-Bike. Aufgrund meiner Situation muss ich eigentlich leider sagen, werde ich dieses Bike so, wie es hier ist, das ist ja ein absolutes Unikat, einfach mal ins Netz setzen. Wenn es einer kauft, würde mir sehr helfen. Wenn es keiner kauft, fahre ich es halt weiter. Ja, ich finde es schick. Ich weiß nicht, was Daniel dazu sagt. Gucken wir mal. Und was der Radon-Stand gleich bei den Testdays dazu sagt.
Ich denke, Michis Reaktion zum Lenker habt ihr gesehen. Das ist schon ein krasses Ding, definitiv. Ein Regenbogenfahrrad. Der scheint allerdings auch wirklich nur ins Lila-Blau. Der scheint nicht ins Goldene rein. Das haben sie irgendwie nicht geschafft. Aber das ist Meckern auf ganz hohem Niveau, glaube ich. Ja, in diesem Sinne, ja. Pimp your bike if you can't ride. Danke für den Daniel für den Bikeporn. Und ja, wenn ihr Interesse am Bike habt, dann meldet euch einfach bei info@freeandride.de. Ciao, euer Thomas ohne H.